Hallo und willkommen zurück zu Cult of the Lamp. So, ich glaube, wir haben alles Wichtige erledigt beim letzten Mal. Dann können wir direkt wieder in den Dungeon gehen. Es ist wieder relativ spät am Abend, also verzeiht mir, falls ich draufgehe. Ich treffe einfach nicht gescheit so spät am Abend. Ich hab's gewusst, dass es nicht an meinem Skill liegt, sondern nur an der Tageszeit. Oder was auch immer ich mir einreden mag. Eichhörnchen, Eichhörnchen, Eichhörnchen! Komm her, komm her. Ja, ein Häppchen. Ach, fängt schon mal gut an. Ich bin guter... Fängt schon mal gut an. Ich bin guter Dinge. Ein Feuer. Waren da Münzen drin? Nee, wahrscheinlich in der Kiste. Naja, ich hab's ja zurückbekommen. So, Feuerspucker können wir gar nicht gebrauchen. Achso, das ist so eine Kreisattacke. Gut gegen Vögel. Schlecht gegen Fledermäuse oder Zubats. Zumindest genauso nervig sind die. Hör mal auf mit deinen Feuerkugeln. Wir sind hier nicht bei Avatar. So, wir haben drei Räume. Ist einer davon eventuell der Tarothändler? Jo. Die Sonne, Mond und Sterne. Die Karte ziehe ich gerne. Vogel. Ja. Ja, hi. Lass mich ziehen. Flüche verbrauchen 25% weniger Eifer. Ja, nehmen wir das. Nehmen wir das. Das schwarze Herz bringt ja nur was, wenn man getroffen wird. Und das gehört eigentlich nicht zum Plan heute. Rechts oder nach unten? Lieber nach unten. Abwärts geht's schließlich immer. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Ja, Häppchen für mich. Häppchen für Papa. Dann war hier aber relativ wenig drin. Na gut, dann war rechts hier doch der Weg, der weitergeht. Wie das mit den Flüssen hat man, glaube ich, letztes Mal auch schon. Das kenne ich gar nicht so von meinem ersten Playthrough. Vielleicht habe ich schon wieder vergessen. Das kann natürlich auch sein. Ja, mit der Strömung macht es das aber ein bisschen interessant. Also, jetzt nicht ultra krass interessant, aber interessant. Ich ein bisschen. Ein bisschen halt. Eichhörnchen, Eichhörnchen. Oh, lass mich an das Eichhörnchen ran. Ein loderndes Leuchtfeuer. Sieht doch gut aus. Müsste man nur aufbauen. Ist relativ billig, das gefällt mir. Das bin ich nämlich auch. Musst du so rennen? Du hast was fallen lassen. Neue Tierformen, die dein Anhänger annehmen können. Oh, ich schätze mal, das soll ein Eichhörnchen sein. Das wird zumindest Sinn machen. Obwohl ich es nicht ganz raussehe. So, Mohrrüben braucht man nicht. Wohl Holz. Was ist denn? Wie kommt man denn da hin? Ich dachte, man kann nicht zurück. Achso, das ist vorwärts. Vielleicht kann man seitwärts. Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Neuer Follower wäre nice, aber... Wir haben eigentlich schon einige. Ach, was soll's. Mehr ist immer besser. Wir haben uns geweigert zu konvertieren. Also haben sie alle getötet. Bitte, nimm mich mit. Ja, du musst aber auch konvertieren. Ja, keine Verweigerung in meinem Camp. Sonst wird eingesperrt oder geopfert. Bin hier ja nicht das freundliche Lamm von nebenan. Ja, zumindest habe ich eine gute Fleischquelle mit den Vögeln jetzt wieder gefunden. So, achso, hier war die Verbindung, habe ich gar nicht gesehen. Dann nehmen wir die, Tote lassen Geld fallen, das ist doch schön. Machen sie das nicht standardmäßig? Ich weiß es nicht. So, die machen wir wieder kaputt. Hat nichts zu suchen. Vögel, nein, Vögel, nein. Diese Arschlöcher. Wieso müssen Vögel unbedingt Flügel haben? Das macht alles so viel schwieriger. Ach, das heißt wahrscheinlich, dass sie Gift droppen. Nee, das war ja eine Goldmünze. Keine Ahnung. Die sind auf jeden Fall auch giftig, wenn sie sterben. Ich wünschte, es gäbe irgendeine Legende. Gibt's bestimmt, was die Symbole bedeuten. Weil ich anscheinend nicht smart genug bin, das selber rauszufinden. So. Das sollte uns aber nicht weiter aufhalten. Spaß haben, aber trotzdem. So. Au, 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 au.
Nein! Hör auf, so giftig zu sein. Au. Au. Boah, ein Herz verloren in der Kammer und ein zurückbekommen. Also gar nichts passiert. Gar nichts passiert. Ihr solltet mich mal Elden Ring spielen sehen. Fantastisch. So, neue Tarotkarte. Wir nehmen... Ja, das hier. Ja, ja. Halbe Karte, halbes Leben. So ungefähr. So. Ich finde den Fettsack echt irritierend. Und nicht den, den ich jeden Tag im Spiegel beobachten muss. So, das sollte hier gut genug sein. Lächeln will reden. Und die anderen auch. Es ist also wahr. Die rote Krone sitzt auf dem Haupt eines anderen. Aber wie ist das möglich? Wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um... Es spielt keine Rolle. Damit müssen wir Shamura nicht behelligen. Erledige du das, Bruder. Wie du befiehlst, meine Schwester. Ja, ja, ihr werdet gar nichts erledigen. Ihr werdet erledigt. Sobald ich wieder fluchen kann. Boah, der kann auch ausweichen. Seit wann können die das? Schön auf die Mütze. Nicht zu lange im Gift. Das vertrage ich nicht. So. Die Raupe platt machen und dann war's das, glaub. Nein, komm hier. Nein, das war's noch nicht. Mist, ich dachte, ich hätte einen Fluch. Hab ich falsch gedacht, hätte ich davor schauen sollen. Hab einfach mal auf Verdacht die Taste gedrückt und dann ist nichts passiert. Außer, dass ich mich in Gefahr gebracht habe. Also alles so ist, wie ich meinen Skill entsprechend bespiele. So, eher mit dem Knöcherchen. So, halbes Herz habe ich aber tatsächlich verloren. So, habt ihr eine Axt oder sowas? Schaden 1,4, Tempo 2. Das auch. Nehmen wir mal den tückischen Dolch und recyceln wir das. Wiederverwerten. Ausrüsten. Ich hab doch Xbox-Controller. Wiederverwerten. Ich hab die Taste gefunden. So, Holz oder Stein, Holz oder Stein, Stein. Hammer, glaub weniger. Sogar Goldpflöckchen noch dran. Nein, Vögelchen, komm zurück, lass dich essen. Ah, scheiße. Ich brauche einfach eine längere Waffe oder einen längeren Fluch. Boah, ich glaube, das war schon. Weiter geht's. Buschkampf. Also, nach dem Dungeon jetzt. Vogel. Ah, scheiße. Boah, schnell ist er. Schnell ist er. Den Speed hatte ich als Teenager auch. Lang, lang ist es hier. Jo, noch eine Tarotkarte kann nicht schaden. Hoffentlich nicht. Schild des Glaubens. 10% Chance, keinen Schaden zu erleiden. Boah. Dann nehme ich. Unter 10 Mal schlagen ist dann einmal so gut wie umsonst. Ja, praktisch und günstig. Bitte eine Axt. Ja, Axt. Ich liebe Äxte. Damit mache ich alle platt, insbesondere mich. Ja. Schreck mit dir, du Wurm. Und noch ein paar Knöcherchen. Will immer Knöchchen sagen, dann aber kein deutsches Wort. Ich weiß nicht, was die niedliche Form von Knochen ist. Ich weiß nicht, ob Knochen überhaupt eine niedliche Form hat. Ich schätze mal nein. So.
Buschkampf und danach ist Leschi drin. Barbatos. Ach, das ist der stachelige Kollege. Er hält aber ganz schön was aus, trotz der Axt. Jo, eins, zwei, nein! Oh, 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 oh. Weg hier! Weg hier! Ah, scheiße. Vergess immer, dass das gerade ein naher Fluch ist. Normalerweise bin ich die entfernteren Flüche gewohnt. Und der ist auch nicht schlecht. Eins, zwei, drei. Zu gierig, zu gierig. Aber wir haben es gleich. Ich fluche. Oh, kann ich fluchen? Ah, da war ich beinahe zu gierig. Konvertieren. Wer zu einer PDF? Ich kümmere mich nachher drum. So, was nehmen wir? Bieren? Kleines Geschenk oder Stein? Och, was soll es immer gewähren? Freuen sich meine Anhänger, dass sie wieder was verspeisen können. So. Dann, jetzt beim nächsten Mal ist er dran. Mehr dran kann man gar nicht sein, als Leschi das ist. Naja, Ketcher besiegt. Schön viel Fleisch mitgenommen. Und fortsetzen. Ah, der Boss will wieder reden. Muss ich die Stimme wieder vorbereiten? Begehe nicht den Fehler, dich zum Diener deiner Anhänger zu machen. Sie sind dazu da, dass du sie zu deinem Vorteil benutzt. Ihr Glaube ist eine Ressource. Gib diese aus, als handle es sich um Münzen. Du kannst das Vertrauen deiner Anhänger jederzeit mit einer gut platzierten Geste der Güte zurückgewinnen. Schöpfe Kraft daraus und nimm dir die Freiheit, unaussprechliche Dinge zu tun. Mache sie dir gefügig. Ich gewähre dir die Kraft, ihre kläglichen kleinen Gedanken zu lesen. Nice, danke schön, Gedanken lesen. Wissen wir, wie es funktioniert. Wir drücken auf die entsprechende Symbolik und dann können wir Gedanken lesen. Neue Doktrin. Bei der Interaktion mit Anhängern wird dir diese Aktion zur Verfügung stehen. Wunderbar. Danke, Bus. Bis zum nächsten Mitarbeitergespräch. Ja. Papa Lamm ist zu Hause. Habt ihr irgendwas hinbekommen? Alles vollgebetet, so wie es sein soll. Ich bin stolz auf euch. Und ich kann das freischalten. Das ist ja wunderbar. Nehmen wir gleich das Grab. Oder nehmen wir Tempel 2. Eigentlich Tempel 2, aber dann mache ich das Grab halt nie. Also, Tempel 2. Ist doch interessanter. Jetzt mit mehr Tempel. Oder irgendwie so. Oh, mein Marienkäfer eilt zu mir. Und die bauen hier ein besseres Anbetungsding. Sehr schön. Jetzt werden wir noch alle gemeinsam beten. Und dann level ich hoffentlich wieder auf. Obwohl, das reicht, glaub. Ah, wartet, wartet. Wir haben doch einen neuen, der gleich fleißig mitmachen kann. Der ist er. Beziehungsweise zwei neue. Ja, ja, ich verschone dich. Du siehst eigentlich ganz cool aus. Du hast Todesangst. Tja. Passiert dem Besten. Jo, brauchst keine Angst haben. Wenn, dann wirst du geopfert. Du machst Stein. Und du kriegst eine neue Form. Ja, ja, ich bekehre dich. Hast du... Du hast eine Keimphobie. Und du bist ein Eiferer. Das finde ich schon mal schön. Du kriegst eine neue Form. Form. Ja, du wirst das Eichhörnchen. Ha, ich bräuchte mehr königliche Kotproduzenten. Ich mag goldene Kackehaufen. Du betest. Ja, bist gut aufgehoben. Dann macht man nochmal kurz eine Predigt, solange der Tag noch jung ist. Beziehungsweise bevor die Nacht anbricht.
habe ich 8 Mitglieder. Ich dachte, ich hätte schon ein bisschen mehr. Ist egal. So, Macht der Frommen. Erhöhe die Ausgangsstufe von Waffen, wenn du mit einem neuen Kreuzzug beginnst. Das klingt gut. Kann man gleich mehr Schaden am Anfang machen. Die Firma dankt. Ach, ihr seid doch gute Anhänger. Würd euch an meinen Schlüssel tun. So, Krone, wir haben einen neuen Doktrinstein. Beziehungsweise das ist unser erster. Arbeiten und Beten, Jenseits, Versorgung, Besitztümer, Gesetz und Ordnung. Versorgung ist vielleicht ganz gut, Arbeiten auch. Jo, wer will arbeiten? Eigenschaft gläubig. Alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft gläubig. Sie erzeugen 15% schneller Hingabe. Oder alle Kultmitglieder erhalten die Eigenschaft fleißig. Und das Arbeitstempo erhöht sich um 15%. Och, die sollen sich die Finger wund beten. Das finde ich sinnvoller. Man hat in dem Spiel hier eh kaum Ressourcenprobleme, deswegen nehmen wir das. Wunderbar. Da freuen sich alle. So, Doktrin. Achso, das ist nur das, was ich schon ausgewählt habe. Nur die Doku. Das heißt, da werden wir jetzt mit Leben, wenn neue Ausrufezeichen dazukommen. An Johnston werde ich mich mal als Geißlein hier, als Ziege verkleiden. Wenn man schon hat, muss man es ja auch nutzen. Obwohl, das Lamm ist schon cooler. Das Lamm ist schon deutlich cooler. Okay, das ist eine Farm ohne Plot. Das kann so nicht lange gut gehen. Kann ich was bauen? Kann ich was bauen? Bett. Wie viele Betten brauchen wir? Wahrscheinlich ein paar mehr. Da steht was im Weg. Das sollten die mal platt machen. So. Okay, anscheinend habe ich nicht mehr Holz. Keine Ahnung, was die machen. Und hack. Ach, das ist mir zu viel Aufwand. Das können die machen. So, denen geht's noch gut. Dann würde ich sagen, slappen wir jetzt Leschi. Nichts leichter als das. Oder vielleicht nichts schwerer als das. Habe ihn lang nicht besiegt. Hab aber in meinem ersten... Ah, da ist er ja. Komm gleich her. Endlich. Lass uns das beenden. Ich erwarte dich in meinem Tempel. Komm, werde Zeuge wahrer Macht. Ja, nimm mich doch gleich mit. Wieso muss ich jetzt hinlaufen? Arsch. Ja, Arsch. So, 2,8 Schaden. Und Ichor-Auswurf. Wieso muss es immer Auswurf sein? Ah, die Fluchart mag ich nicht. Aber gegen Vögel ist er ganz gut. Da bin ich zu unfähig, die gescheit einzusetzen. Oh ja, die gehen schnell drauf jetzt mit der Axt. Sehe die Gegner vor lauter Fallen nicht. Ja. Will noch einer was? Ja, du willst was. Wieso lösen die Fallen bei dir nicht aus? Au. Falsch ausgewichen. Kann schmerzhaft enden. Oh, da war nichts drin im Fass. Ich bin fassungslos. Das ist eine gescheite Waffe. So, Sonne, Mond und Sterne. Da ist noch ein unschuldiger Vogel. Und jetzt ist es ein unschuldiges Stück Fleisch. So, was hast du? Flüche verbrauchen. Reduziert. Ja, nehmen wir das mit den Flüchen wieder. Irgendwie nützlicher kann man die öfter einsetzen, auch wenn ich den aktuell nicht so mag. Vielleicht finden wir ja noch einen. Also die Ziege hat echt Wumms. Ja, danach verkleide ich mich wieder als Lämpchen. Wirklich doch viel sympathischer. Ich dachte, einmal müssen wir das machen. Ah, scheiß. Deswegen mag ich das nicht so. Denk immer, ich habe so ein bisschen Range-Attack. Ja gut, habe ich ja in dem Sinne auch, aber nicht so, wie es mir gerade zu meinem Spielstil passt. Spielstil. Auch nicht besser. So, nur ein halbes Herzchen fehlt. Was haben wir denn? Wir haben Markt, wir haben Holz, wir haben Kampf.
Wir haben Follower-Follower-Axt. Boah, Follower-Follower-Axt. Follower-Follower-Schwert, meine ich. Der sieht cool aus. Ist das eine Pflanze? Ja, ich kaufe. 100% Rabatt. Das ist günstig. So eine Aktion hatte ich ja noch nie. Runter mit dir. Zu kultig und ulig. Schreibfehler. So heißt unser Kult. So. Ich mach gern dein Zeug kaputt. Ja, ja, gefällt mir. Mehr von diesen kostenlosen Häppchen. Oh, da waren ja noch andere. Hätte ich die auch kaufen können? Keine Ahnung. Beim nächsten Mal finden wir es raus. Nein, ein kleiner Schnauzer. Also der Hund. Nicht das Gesichtsbehaarungselement. Die Firma dann. So. Zumindest läuft das bisschen in Zeitlücke ab. Also der Fluch, damit ist zumindest das Ziel ein bisschen an. Hey! Scheiß Zubatz. Ich wollte sagen, das Zielen ist angenehmer. Ich würde sagen, das ist ein Schnauzer. Ziemlich eindeutig. Ein Hühnchen, runter mit dir. Um dich kümmere ich mich später. Ja. Irgendwas Wertvolles noch hier, außer die Knochen meiner Feinde. Boah. Paar liegen noch übrig. Können ja den anderen Bescheid sagen. Na gut. Dann einmal noch kämpfen und dann dreht mal Leschi ins Erschli. Klauen wir ihm noch all seine Anbetungswürde. Scheiße. Wie gesagt, zur Fleischbesorgung gar nicht so schlecht. Weil ich zu unfähig dazu bin. Komm her. Ohne Kompromisse. So. Dann hoffe ich, dass ich noch ein Herz zurückbekomme. Und keins mehr verliere. Ja. Wie gewonnen, so zerronnen. Nur ich habe noch nicht mal was gewonnen. Ich hab's nur zerronnen. Ah, Herzchen zurück. Wunderbar. Und noch eine Tarotkarte. Ich brauch Glück. Also, viel Glück. Beide Scheiße im Moment. Erhalte die doppelte Lebensenergie beim Heilen. Jo, ich habe ein halbes Herzchen. Naja, vielleicht lässt der Boss Hilfe-Items fallen. Eher nicht. Eher nicht. War das so schlau, die Flüche jetzt einzusetzen? Bestimmt. Vor dem Bosskampf. Na, jetzt schon wieder los. Ich bin gleich da, Leschi. Deine Beharrlichkeit fängt an, mich zu nerven, kleines Lamm. Du hältst dich vielleicht für schlau. Du hältst dich vielleicht für rechtschaffen. In deinem Dienst an ihm. Aber du solltest gegenüber deinen... dem Angeketteten nicht so vertrauensselig sein. Nun ja, zum Reden ist es zu spät. So jemand wie du verdient keine Vergebung. Das wird nicht gut für dich enden. Ja, im schlimmsten Fall respawn ich. Hast du dir das durchgedacht? Bestimmt nicht. Mist, ich habe wieder ein halbes Herzchen verloren. Und das wahrscheinlich eine Kammer, bevor Leschi tatsächlich auftaucht. Du Arsch. Jo, her mit den Herzchen. Immer noch mehr. Mensch. Herzchen. Nein, Nuggets. Na gut. Oh, ein Stück Fleisch. Dann kann's ja jetzt nur gut werden. Oh, ein Angler. Der Fischer. Hey, Kleiner, lass die Finger von meinen... Fischchen. Es gibt nicht genug für uns beide. Der beste Ort zum Fischen ist bei der Pilgerpassage. Wo das ist, fragst du? Komm, ich zeig's dir. Da hinter der Wolke, ich hab's gewusst. Pilgerpassage. Ein interessantes Wort. Siehst du? Und jetzt verschwinde von hier.
Was für ein Arsch. Was für ein Arsch. Herzchen für mich. Irgendwie ein Herzchen für mich. Vögelchen für mich. Ah, leck mich. Nix für mich. Neuer Fluch für mich. Tu Ruhe aus Berührung. Her damit. Und ob ich den jetzt berühren werde. Na gut, das eine Gold haben wir nicht mitgenommen. Sei es drum, sei es drum. Hä? War ich noch? Ah, ich muss noch einen Dungeon. Okay, das stimmt natürlich. Dann wartet Lichy hier. Wie gesagt, es ist spät am Abend. Nach einem Arbeitstag. Das macht's nicht besser. So. Alle haben auf die Nuss bekommen. Wir haben zwei Beige. Das sind wie Ninjas, die sich von oben reindroppen lassen. Reindroppen. Was für ein Wort. Schon wieder ein lustiges Wort. Oh, Tarothändler. Und Axt. Bessere Axt. Verwerten. Richtige Taste gefunden. Noch eine Tarotkarte. Blaues Herz, komm. Allgemeiner Waffenschaden um 1,2 nach oben. Besser als das Herz. Wir gehen auf vollen Angriff. Solange wir noch Leben dafür übrig haben. Ja, das lief doch ganz gut in dem Raum. Ja, ja. Schöne Deko. Schöne Deko. Werden wir uns später mal ansehen. Da ist es ja. Na komm raus, du Bastard. Oder ich komm rein. Er muss wahrscheinlich reinkommen. Große Tentakel, nix dahinter. Obwohl, ich glaube, das war nicht der mit den Tentakeln. Servus. Ich hab dich langsam satt, kleines Lamm. Du wiederholst dich. Wird Zeit, dieser albernen Maskerade ein Ende zu bereiten. Ja gut, dann runter mit deiner Maske. Siehst eh hässlich aus. Oh je. Kannst du nicht einfach deine Anhänger aussaugen. Obwohl in meinem Kult machen das auch schon. Mensch, das hat dich nicht schöner gemacht. Ein, zwei und schon vorbei. Eins, zwei, drei, schon vorbei. Da waren deine Kumpane aber ein bisschen stärker. Deine Mini-Bosse. Eins, zwei, drei, nicht zu gierig. Nicht zu gierig. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ich mag die Tentakel. Die ich hab. Nicht die Gegner haben. So, gleich ist er bei 50%. Außer auf Tiernahrung. Oh, lass doch das. Das bist doch nicht du. Kommst du wieder hoch? Eins, zwei, drei, eins. Mist. Eins. Eins. Zwei. Und... Attacke. Ich mag meinen Waffenschaden. Ich mag meinen Waffenschaden. Sollte hauptsächlich wahrscheinlich Lashy angreifen. Bringt ja nichts, hier seine kleinen Würmer zu bespaßen. Na, ich komm raus. Ist ja gut. Gleich ist es vorbei. Gleich ist es vorbei. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ist ja wütend. So, einmal noch treffen. Ja, da gehst du nieder. Und Herz eines Ketzers. Ich glaube, da beiß ich rein.
Da beiße ich rein. Aber noch nicht jetzt. Du hast das schlagende Herz eines Ketzers erhalten. Die rote Krone kann dieses Herz verzieren, um neue Kronenfähigkeiten freizuschalten. Geh zum Altar deines Tempels, um ihre wahre Macht zu entfesseln. Na gut. Jubi, danke Leschi. Wünschte, du hättest noch ein größeres Herz gehabt. Dankeschön. Trophäe fürs Töten von Leschi. Ist aber teuer zu bauen. Braucht sogar Blümchen. Neue Tierform, eine Kuh. Ich dachte, wir hätten schon eine Kuh. Vielleicht ist es eine andersfarbige Kuh. Vielleicht war es auch ein Dalmatiner, ich weiß es doch nicht. Gut, zwischen Kühen und Dalmatiner ist eh nicht so viel Unterschied. Ja, Ketzer besiegt. Oh, 100 Gold habe ich mitgenommen. 130, gab es einen Bonus. Ach, Mitarbeitergespräch. Leschi wurde von dir hinweggefegt wie ein Sandkorn von einer Flutwelle. Jo, gern geschehen. Was ist ein Hirte ohne seine Herde? Arbeitslos. Ah, das seid ihr ja. Schön, dass ihr hier seid. Ja, ich hab das Herd. Werden wir nachher gleich alle zusammen essen. Obwohl nur ich. Wann willst du denn, Balefar? Großer Anführer, in harten Zeiten können wir Grasmahlzeiten kochen. Die Anhänger werden sie nicht mögen, aber es ist besser als zu verhungern. Probier es mal aus. Natürlich. Papa kocht euch Gras liebend gerne. So, wir gehen erstmal nach oben und schalten hier das an. Na stimmt, eine Kette gelöst. Drei sind noch dran. Ich glaube, das war ein Hint, dass wir das hier öffnen sollen. 7 Follower brauchen wir dafür. Keine Sorge, die werden nicht geopfert. Die müssen nur fleißig beten. Und damit ist es freigeschalten. So, dann, was wollen die? Eine Grasmahlzeit. Ganz schöne Kiffer hier. Achso, und wir müssen zum Ort der Fischchen reisen. So, wunderbar. Wir können was freischalten. Holzplatz, Steinmine, Missionar. Falsch übersetzt. Das müsste eigentlich Mission heißen oder so. Ist egal. Kleiner Fehler. Gleich liegt er auch bei mir. So. Inspiration. Dann wollen wir nochmal... Gehen wir erstmal auf Krone. Okay. Ein Herz. Ist einmal pro Kreuzzug eine Mahlzeit, um ein Herz zu erhalten. Welches hängt davon ab, was du isst? Oh, gar nicht so schlecht. Stirbst du zum ersten Mal auf einem Kreuzzug, kannst du wiedererweckt werden, indem du einen Anhänger opferst. Okay, das nehmen wir definitiv. Wir lesen uns die anderen trotzdem noch durch. Allgegenwärtigkeit. Fokussiere deinen Geist, während du auf einem Kreuzzug bist, um sofort zum Basislager zurückzukehren. Auch nicht so schlecht. Erhalte zu Beginn eines jeden Kreuzzugsdurchlaufs ein krankes Herz. Ah, nee, danke. Ah, da können wir. Wir haben so viele Anhänger. Können auch ein paar sterben, um mich zu retten. Das fände ich fair, oder? Ist fair. So, ja, Wiedererweckung. Jo, das werden wir dann schon zu gegebener Zeit sehen. Dann werden wir uns wieder in ein schönes Lammkostüm hängen. Ja, das da. Wunderbar. Und eine Predigt. Den werde ich was erzählen. Und, gefällt's euch? Komm schon mehr, Papa braucht 12. Nein! Arschlöcher. Allesamt. Oh, noch ein Stückchen vom Stein fehlt. So, wunderbar. Macht mal hier Stein. Den Baum, der muss auch weg. Boah, das dauert ja. Ah, ich krieg Hilfe. Endlich hilft mal hier einer.
Ich glaube, ich muss mehr Leute zu Stein schicken. Und wieso ist da einer schlecht drauf? Hat er Hunger? Ich koche ja gleich was. Keine Sorge, du kriegst gleich Gras zu fressen. Ich hab jede Menge davon. Ja, er hat tatsächlich Hunger. So, das wird einmal repariert. Gerade so. So, Gras, Gras, Gras. Grasschleim. Minus 5 Glaube. Muss aber nicht sein. Dann machen wir nur 2 davon. Kochen. Das ist einfach. Bring mir Wallefahr. Gut, der geht essen. Ach, der geht doch eh essen. Essen. Grasschleim. Wunderbar, ich koche gleich was Gescheites für die anderen. Yum, 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 ist das lecker. So, was haben wir denn noch? Wieso löst das so viel Krankheiten aus? Aus Kacke kann man auch was machen. Ja, wusste ich schon. Nicht so toll. Klingt doch schmackhaft genug. Erschöpfung? Soll ich doch nicht erschöpft werden? Sofort Fäkalien hinterlassen. Nach meinem Chili con Carne. Ich glaub's ja nicht. Kochen, kochen. Ach, wäre das im Real Life doch auch nur so schnell. Einfach einen Knopf drücken. Ja gut, das könnte die Lieferando-App sein. Ja, die versuche ich zu meiden. Ach, da ist ja noch einer. Habe ich dich ganz vergessen. Ja, ja. Einmal bekehrt. Du siehst ganz gut aus. Du bist ein... Du kannst gestreichelt werden. Nice. Ich streichel dich. Lass dich streicheln. Stein und will dich streicheln. Ich gebe dir erstmal einen Segen. Und ich habe das Streichelsymbol gefunden. Oh. Streicheln. Oh ja. Ist das süß. Gut, du machst immer noch weiter mit Stein. Ach so, der Schnauzer, den haben wir auch noch. Kannst du auch gestreichelt werden? Nee, aber du... Polyamorös, nice und Materialist, freut sich über Geschenke. Annehmen. Ja, Essen ist frisch gekocht, gibt noch eine Grasmahlzeit. Du machst Stein. Wird Zeit, dass ihr hier mal arbeitet. So, haben wir noch irgendwas? Nö, das sieht... Oh, schaut mal, die ganzen Vögel hier, die wir essen könnten. Na gut, ich würde aber tatsächlich sagen, das reicht für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.